für uns als Gemeinde an diesem Tage hier zu sein. Und ich möchte alle begrüßen und Gottes Segen wünschen, alle Geschwister, alle Freunde, alle Gäste, die heute hergekommen sind. Es ist dem Herrn zu verdanken, dass wir auch heute eine Taufe haben dürfen, dass Geschwister sich bereitwillig erklärt haben und diesen Wunsch haben, mit Gott diesen Bund zu schließen und auch Christus nachzufolgen. Und ich möchte alle begrüßen mit diesen Einsetzungsworten, die der Herr selber gesagt hat aus Matthäus, Kapitel 28, Verse 18 bis 20. Und der Herr spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns noch mit Gebet auch diese Gemeinschaft anfangen. Herr Jesus Christus, ich will dich loben, preisen, dich anbeten für diese wunderbare Möglichkeit, für diese Gnade, in der wir leben dürfen. Danke dir, dass wir Geschwister haben, die diesen Wunsch geäußert haben, dass sie diesen Bund, dieses Versprechen mit dir schließen möchten. Sie möchten getauft werden, sie möchten in dieses Grab ihr Leben legen und sie möchten auferstehen zum neuen Leben und für dich leben und wirken und dieses öffentlich bezeugen, dass sie deine Kinder sind. Lob und Dank sind dafür gebracht. Mögest du sie segnen, mögest du uns als Zeugen segnen, dass wir dieses mit ihnen erleben dürfen. Und segne den ganzen Ablauf, die Gottesdienste, dein Wort, alles sei zu deiner Ehre gebracht. Amen. Meine Heimat, Herr,
Unser Herr Jesus Christus spricht: Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Im Markus Evangelium 16, Vers 16. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, ein Mann kam einst an die Grenze zu einem fremden Land. Erst an der Grenzstation merkte er, dass sein Reisepass abgelaufen war. Er hatte keinen gültigen Pass dabei. Somit konnte er dieses Land nicht betreten. Liebe Geschwister und Gäste, der Himmel ist das wunderbarste Land, das es gibt. Ein Land, in dem keine Träne mehr geweint wird. Ein Land, in dem keine Kriege und Hungersnöte, kein Krankwerden und Sterben mehr auftreten. Ein Land, in dem ewige Freude und ewiger Friede herrschen. Viele Menschen meinen, sie besitzen einen gültigen Pass zum Himmel. Zum Beispiel, wenn sie irgendeiner Religion folgen, wenn sie irgendwelche frommen Rituale praktizieren, wenn sie als Säuglinge mit Wasser besprengt worden sind, wenn sie irgendwelche guten Werke tun. Aber alles dieses stimmt nicht. Alles dieses öffnet dem Menschen nicht die Tür zum Himmel. Jesus Christus sagt klar und eindeutig: Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Einige Fragen. Wer wird gerettet? Wer glaubt und getauft wird? An wen sollen wir glauben? An Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus? Er ist der einzige Sohn Gottes, des Schöpfers des Universums. Was hat Jesus getan? Er verließ die Herrlichkeit bei seinem himmlischen Vater und kam auf diese Erde. Warum hat er das getan? Damit er geprüft und versucht werde wie wir Menschen. Was ist aber das Einzigartige an Jesus? Dass er ohne Sünde blieb. Niemals hat er etwas Böses getan. Dadurch, weil er unschuldig war, konnte Gott der Vater Jesus seinen Sohn als das fehlerlose Opferlamm für unsere Sünden sterben lassen. Und er hat ihn wunderbar von den Toten auferweckt. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus Christus deine und meine Sünden gesühnt, weggenommen. Und er bietet, indem er wunderbar von den Toten auferweckt wurde, auch dir und mir das ewige neue Leben im Himmel an. Viele von uns haben das schon angenommen. Und wir sind dankbar, hier eine so große Gemeinde heute sein zu dürfen. Warum taufen wir? Weil jeder, der sich in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi hineintaufen lässt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil der die Gemeinschaft mit Jesus Christus bezeugt. Und warum tauchen wir die Täuflinge unter? Das Untertauchen ist ein deutliches Symbol, ein Zeichen für das Sterben und Auferstehen. Der Täufling lässt sich symbolisch versenken in das Wassergrab und steht auf zum neuen Leben. Er sagt dem alten Sündenleben ab und möchte jetzt ein Leben in Reinigung und Heiligung führen. Die Trennung vom alten Leben der Sünde fällt dem Menschen schwer. Aber in Jesus Christus haben wir einen starken Helfer. Er schenkt die Kraft, dem Teufel zu widerstehen und die Sünde zu überwinden. Und wenn wir doch versagt haben und in Sünde gefallen sind, hilft er uns auf und wäscht uns rein durch sein heiliges Blut. Wenn wir dieses Opfer auf Golgatha, das Sühneopfer des Lammes, im Glauben annehmen. Hast du das schon getan, liebe Seele? Wir freuen uns, dass unsere Täuflinge das getan haben und beglückwünschen euch zu diesem Schritt des Heils und Segens. Aus Papua-Neuguinea, in der Nähe von Australien, wird uns von dem heimgegangenen Pioniermissionar Albert Hoffmann folgendes Ereignis überliefert. Das möchte ich uns wiedergeben, was er berichtet hat.
Albert Hoffmann. Er sagte, wir hatten auf Neuguinea die Sitte, dass die Papuas, also diese Eingeborenen, wenn sie Christen werden wollten, Unterricht bekamen, damit sie Jesus richtig kennenlernten. Also Taufunterricht, das wir auch hier gehabt haben. An einem Sonntag wurden sie dann getauft. Das war immer ein großes Fest. Auch viele Heiden kamen dazu. Aber das Entscheidende geschah immer am Abend vorher. Am Abend vorher wurde ein großes Feuer angezündet in Papua-Neuguinea. Die Täuflinge schritten heran. Auf den Armen hatten sie all ihr Zeug vom Götzendienst, den sie vorher getrieben hatten. Zaubersachen, Götzenbilder, Amulette, Talismane, Maskottchen, all diese Dinge. Horoskope und was auch immer könnte man noch ergänzen. Und was geschah dann? Dann traten sie ans Feuer und warfen diese Götzenbilder, diese Zeichen ihres alten Lebens in die lodernden Flammen. Und Albert Hoffmann schreibt weiter, einmal habe ich eine junge Frau beobachtet. Eine junge Frau, die trat auch mit einem Arm voll Götzenbildern und Amuletten ans Feuer. Aber in dem Moment, als sie das in das Feuer hineinwerfen wollte, da konnte sie es nicht. Da war sie gehindert. Sie konnte nicht. Sie hat sicher gedacht, damit haben meine Ahnen gelebt. Damit ist meine ganze Vergangenheit verbunden. Davon kann ich mich nicht trennen. Von diesen Glücksbringern und Zauberstäben und was auch immer. Und was geschieht? Sie geht zurück. Dabei fällt ihr ein, aber wenn ich das jetzt nicht tue, diesen Schritt, dann kann ich nicht Jesus gehören. Dann bleibe ich immer noch eine gebundene Satans. Darauf geht sie wieder drei Schritte vor, kann sich aber immer noch nicht davon trennen und geht noch einmal zurück. Und da, dann, so erzählt Albert Hoffmann weiter, ist er zu ihr gegangen und hat zu ihr gesagt, es fällt dir schwer, überlege es dir lieber noch einmal. Du kannst ja dich zur nächsten Taufe wieder anmelden. Daraufhin überlegte die junge Frau einen Augenblick lang, tat schnell drei Schritte vor, warf ihre Götzenbilder ins Feuer und sank ohnmächtig zusammen. Am nächsten Tag ließ sie sich taufen. Soweit dieser Bericht aus den Missionsfeldern. Ist es hier bei uns anders? Auch nicht. Ja, es sind Widerstände, es sind Anfechtungen. Und wenn jemand von dem alten Leben sich trennen will, lässt der Teufel ihn nicht so einfach los. Aber wir wissen, Jesus ist Sieger. Jesus ist stärker. Dafür wollen wir ihn loben und preisen. Liebe Täuflinge, auch ihr habt den Müll aus eurem alten Leben aufgeräumt und, symbolisch gesprochen, ins Feuer geworfen. Holt diesen Müll nie wieder heraus. Blickt nach vorne und nach oben. Kommt ganz in die geöffneten Liebesarme unseres Herrn Jesus Christus. Er hat euch so geliebt, dass er sein Leben für euch, für uns alle, in den Tod gegeben hat, am Kreuz auf Golgatha. Liebe Täuflinge, wir freuen uns, dass ihr Jesus Christus im Glauben als euren Retter und Herrn angenommen habt. Ihr seid wiedergeboren durch den Heiligen Geist zum neuen Leben in Gott. Jetzt möchtet ihr durch die Zeichenhandlung der Taufe euren Bund, den ihr mit Gott beschlossen habt, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen und besiegeln. Die Taufe ist ein Bekenntnis vor Menschen, aber auch vor der Engelwelt, vor der Welt Gottes. Sie ist ein Schritt, der jeden als Christen bezeugt, der in bewusst und in freier Entscheidung geht. Also nicht als Unmündiger, sondern als mündiger Mensch. Sie ist ein Gehorsamsakt gegenüber Jesus, der spricht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Liebe Geschwister und liebe Täuflinge, denkt daran, dass in vielen Ländern, die keine freie Ausübung des christlichen Glaubens erlauben, die Taufe nur im Verborgenen geschehen kann. Jeder, der sich dort auf diese Weise sichtbar zu Jesus Christus bekennt, wird dort mit dem Tode bedroht.
Wie dankbar dürfen wir sein, liebe Geschwister, dass wir hier in unserem Land noch Glaubensfreiheit haben und die Taufe in aller Öffentlichkeit durchführen können. Und liebe Freunde, alle, die noch nicht gläubig und getauft sind, möchte ich herzlich einladen im Namen Jesu. Kehrt von eurem Leben auf der breiten Straße der Sünde um. Lasst euch rufen von dem Heiland, der euch liebt. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ja, der Herr Jesus tat noch mehr. Er bat auch um Vergebung für seine Feinde, gerade als er am Kreuz hing. Welch ein guter Hirte ist unser Heiland Jesus Christus. Welch ein liebender Retter. Deshalb, liebe Seele, komm zu ihm, solange es noch Gnadenzeit ist. Lies sein Wort, die Bibel, und bete. Besuche eine bibeltreue christliche Gemeinde und erfreue dich an der Gemeinschaft mit Jesus und den Geschwistern. Keine Gemeinde hier auf Erden wird vollkommen sein. Aber wenn ihre Mitglieder Jesus Christus wirklich lieben und sich an Gottes Wort ausrichten, dann kann eine Gemeinde hier auf Erden doch schon ein Stück Himmel, ein Stück vom Himmel widerspiegeln. Liebe Täuflinge, wir freuen uns, dass ihr euch mit eurer Taufe auch zur Gemeinschaft der Heiligen bekennt. Wir heißen uns in unserer Bibelgemeinde willkommen, die auch nicht vollkommen ist, aber vollkommen vom Herrn abhängig ist. Möge der Herr, liebe Gemeinde, an diesem Gnadentag die Täuflinge und uns alle segnen. Amen. Wir möchten nochmals beten, und wenn es möglich ist, dann möge sich dazu erheben. Allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus stehen wir jetzt vor dir und vollziehen diese Taufe. Danke, dass sich die Geschwister gemeldet haben und jetzt hier sind. Schenk, dass jedes dieser Geschwister ein treuer Nachfolger von dir wird, dass es nicht wankt und nicht weicht, sondern dir dient bis ans Ende. Jeder Bruder und jede Schwester. Segne den ganzen Tag. Danke, dass du deine Sonne hast scheinen lassen und dass du immer noch Gnadenzeit schenkst. Ja, wenn jemand noch nicht dein Kind ist, dann schenk ihm Buße und Bekehrung, bevor es zu spät ist. Herr, wir loben und preisen dich, dass du uns mit Seilen der Liebe gezogen hast und jeden ziehst, der noch ferne von dir ist. Lob und Preis sei dir gebracht. Amen. Wir singen nun ein gemeinsames Lied. Wisst ihr welches? Lied Nummer 1215. 1215. Und danach werden dann die Täuflinge beten. Oh,
Lieber Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eine wunderbare Führung gemacht hast an mir. Vor wenigen Monaten habe ich dich nicht gekannt. Und doch hast du mich aus dieser Welt heraus bis heute an diesem wunderbaren Tag jetzt hierher geführt. Ich habe dich erkennen dürfen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich habe das Evangelium erkennen dürfen, verbunden mit der wundervollen Verheißung, die du uns gegeben hast. Und du hast mich errettet. Danke auch hierfür. Ich habe die Gemeinde hier finden dürfen auf diesem Weg. Alles in sehr kurzer Zeit. Und dafür danke ich dir. Herr Jesus Christus, mögest du auch für viele andere Menschen diesen Weg noch eröffnen. Mögest du für alle, die noch nicht dich gefunden haben, die heute in dieser Welt draußen herumirren, ihnen auch diesen Weg zeigen. Und mögest du mir Kraft geben, Weisheit, dass ich da auch ein bisschen dafür sorgen kann, dass ich dem einen oder anderen mit dir bekannt machen darf, dass auch er zu dir finden wird. Lob und Preis sei dir, mein Herr, Jesus Christus. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, im Namen deines Vaters danke ich dir für diesen Gnadentag. Danke, Herr, dass du mich nach langer Zeit auf dem breiten Weg zu dir geführt hast. Danke, dass ich in dieser Gemeinde groß geworden bin und dass mich diese Gemeinde aufgenommen hat, Herr. Dass du mich zum Segen für dich und auch für die Gemeinde werden, dass du mich mit meinen Gaben einbringen in dieser Gemeinde, in dieser Welt, dass noch viele den Weg zu dir finden. Dafür Lob, Preis und Dank. Amen. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich bis hierher geführt hast. Ich danke dir für die ganze Gemeinde, die ich mittlerweile als meine Familie ansehe. Lass mich bitte in deinem Namen auch diesen nächsten Schritt noch vollbringen. Ich danke dir für alles. Amen. Amen. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass wir heute alle hier sein dürfen. Diesen wunderschönen Tag, das du Gnade geschenkt hast. Ich danke dir auch, dass wir diesen Gehorsamsschritt und Glaubensschritt tun dürfen. Du warst oft sehr gnädig mit mir in meinem Leben. Und dafür will ich dir danken, dass du auch persönlich für mich gestorben bist. So bitte sprich auch zu den Seelen, die dich noch nicht kennen, die dich noch nicht angenommen haben. Du errettest auch heute mit mir. So mögest du diesen ganzen Tag heute segnen, den darauffolgenden Gottesdienst, die Täuflinge, die Menschen, die hier anwesend sind. Und mögest uns leiten und führen, bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. In Jesus Christus Namen dürfen wir Dank sagen, dass die ganze Gottheit in uns wohnt und uns dabei ist. Vater, ich danke dir, dass du meine und unsere Geschwister zu dir gerufen hast, dass es ich erkannt habe, Buße getan habe und dass sie in die Gemeinde, in deine Gemeinde aufgenommen werden wollen. Ich habe auch gerade gehört, in die Familie. Ja, ich danke, dass du für sie gestorben bist und dass sie all ihre Lasten dir auferlegt haben. Danke, dass du sie getragen hast und dass du auferstanden bist. Und dass sie nun im inneren Menschen geheiligt, errettet und geliebt von dem Vater sind. Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, in dem du und durch ihn die Erlösung geschafft hast. Herr Jesus, ich bitte dich, wenn sie jetzt in die Gemeinde als vollwertiges Glied, als Brüder und Schwestern aufgenommen werden, dass du sie behütest und bewahrst vor dem Bösen.
dass du sie führst und leitest auf ihrem zukünftigen Lebensweg. Und Herr, dass sie das, was du ihnen gegeben hast an Gaben und aufs Herz gelegt hast, auch in der Gemeinde für dich in der Nachfolge auch tun dürfen und dass du sie reich segnest, Herr. Und du hast sie gesegnet durch deinen Tod und durch dein vergossenes Blut und durch deine Liebe. Herr, wir wollen dir alle dazu Dank sagen und auch dich jetzt in dieser Stunde als unseren Heiland anbeten. Denn es ist kein anderer Name dem Menschen gegeben, der höher ist als deiner, lieber Herr Jesus Christus. Ich danke dir, dass du den Himmel die Herrlichkeit verlassen hast und hast dich so sehr erniedrigt, dass wir dich aufnehmen durften und heute dieses Fest der Freude mit dir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt begehen dürfen. Und so segne uns jetzt und die Schritte, die wir jetzt auch tun, auch nachher den Gottesdienst, wo wir wieder Gemeinschaft haben dürfen. Dir dabei die Ehre. Amen. Amen. Glaubst du, dass Jesus Christus dein persönlicher Heiland und der Retter ist? Und willst du ihm nachfolgen in Liebe und Treue dein Leben lang? Dann antworte mit ja. Ja. Bruder Andreas, möchtest du auf das Zeugnis hin deines Glaubens und der Gemeinde durch Jesus Christus getauft werden? Ja. Stellvertretend unseres Herrn Jesus Christus taufen wir unseren Bruder auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod Jesus Christus zur Auferstehung in das ewige göttliche Leben. Was ich trotzdem.
Bruder Uwe Bausch, glaubst du, dass Jesus Christus dein persönlicher Retter und Heiland ist und willst du ihm nachfolgen in Liebe und Treue dein Leben lang? Dann antworte mit Ja und Gott helfe dir. Ja. Möchtest du getauft werden auf den Namen Jesu Christi und auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Antworte Ja. Ja. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus taufen wir dich in den Tod, zur Auferstehung und das ewige Leben durch Jesus Christus. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kommt hinein, versinkt mit Jesus, lass die Wellen decken mich. Ich bin tot, Welt und Himmel, Gott, mein Heiland, nur für dich. Ja. Jürgen Simon. Jürgen Simon, glaubst du an den Namen Jesu Christi, an den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes? Hast du Jesus lieb, bist du wiedergeboren zum neuen Leben und möchtest du getauft werden? Ja. Jürgen, und so frage ich dich, ist Jesus Christus dein persönlicher Erretter? Ja. Bruder Jürgen, stellvertretend vom Herrn Jesus Christus in seinem Namen taufen wir dich in den Tod Jesu zur Auferstehung ins ewig-göttliche Leben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lass die Wellen decken mich. Ich bin tot der Welt und lebe. Gott, mein Heiland, nur für dich. Papa! Maria Simon, glaubst du, dass Jesus Christus dein persönlicher Erlöser und Herr ist? Möchtest du ihm nachfolgen in Liebe und Treue? Ja. Möchtest du getauft werden auf seinen Namen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Ja. Maria, hast du Jesus Christus als deinen persönlichen Erretter und Heiland, als Gottes Sohn angenommen? Taufe dich im Namen Jesus Christus, deines Herrn, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in den Tod zur Auferstehung. Kommt hinein, versinkt mit Jesus, lass die Welt.
Gnade von
Lass uns nur gemeinsam singen das Lied 1275. 1275. Wir singen das nächste Lied, Nummer 641. 641. Yeah.
Wir singen das. Nur nicht zurück, nur nicht zurück, o Seele, stehe feste an deines Heilands Hand. Bei ihm ist gut, wenn auch die Welt dich hasset, bewahre deinen Stand. Du liefest lang von ihr betrogen, nun hat dich Gott zu sich gezogen. Nur nicht zurück, nur nicht zurück. Wo wolltest du denn hin, wenn du von Jesus gingst? Ist denn ein Mensch, mit dem du könntest ziehen, an dessen Arm du hingst? Mit Menschen sinkst du ins Verderben. Dein Jesus führt dich aus dem Sterben. Nur nicht zurück, nur nicht zurück. Und ist dein Glaube schwach, vom Zweifelgeist umgeben? Scheint Gottes Wort und seines Reiches Sach mit Nacht und Tod umgeben? Bist du wie starr? Auf, bete weiter. Gott macht dich noch zum Glaubensstreiter. Nur nicht zurück, nur nicht zurück. Bist du an Liebe arm, fast wie ein kalter Stein? Kommt dir in Schmerz und Not und Harm ins Herz so wenig ein? So diene doch, bist schwach im Lieben, kannst Großes nicht, lern Kleines üben. Nur nicht zurück, nur nicht zurück, und sing dir fast der Mut, das Herz wird brechen schier, wenn Zorn und Neid und Hass so wehe tut und deinen Sinn stört hier. Verzage nicht an Jesus Stärke, aus Schlechtem macht der Meister Werke. Nur nicht zurück, nur nicht zurück, wenn einst der Morgentag dein Jesus dich ruft heim. Wer bei ihm bleibt, dem er die Worte sagt, mein Kind, geh selig ein, im Glauben stets zum Himmel streben, so folge drauf ein ewiges Leben, nur nicht zurück. Amen. Jetzt, dass unsere Täuflinge diesen Bund mit dem Herrn geschlossen haben. Und wir wollen Ihnen zur Erinnerung an diesen Tag der Taufe Blumensträuße und auch jeweils einen Bibelvers, eine Taufkarte zu überreichen. Und wir machen es in der Reihenfolge der Taufen. Deshalb zuerst Andreas Stamer. Dein Segensspruch lautet: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. 2. Timotheus 1, Vers 7. Als nächstes wurde getauft Uwe Bausch.
Lieber Uwe, dein Segensspruch lautet: Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Jesaja 61, Vers 10. Als nächstes wurde getauft Jürgen Simon. Lieber Jürgen, dein Segensspruch lautet: Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Psalm 73, Vers 28. Schwester Maria Simon, für dich lautet der Segensspruch: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4, Vers 15. Dann stellen sich die Täuflinge noch mal vielleicht zum Foto auf mit den Blumen. Geh mal vor, ich mach richtig Foto. Hier ist Foto dabei. Und dann noch mit Thomas und mir dazu. Komm, jetzt lasse ich mal auf. Ja, ja, ohne. Ja, dem Herrn sei die Ehre dafür, dass wir diesen Tag erleben dürfen, dass wir Zeugen sein durften dieses großen Ereignisses. Wir sind damit auch zum Schluss gekommen unseres ersten Teils und laden alle herzlich ein zur Fortsetzung unseres Feier, unserer Gottesdienste jetzt in der Kronprinzenstraße 41, dass wir anschließend von hier gleich dahin fahren werden. Wir bitten dann auch noch, dass die Brüder helfen beim Abbauen der Zelte, dass wir hier schnell alles einpacken können, anschließend direkt zur Gemeinde fahren. Nachdem wir hier mit Gebet abgeschlossen haben, dürfen wir auch die neu getauften Geschwister auch gratulieren. Lass uns noch mit Gebet abschließen. Herr Jesus, Dank sei dir gebracht für diese wunderbaren Zeugnisse, die wir sehen durften. Danke dir, Herr, dass du dein Wort uns gegeben hast, dass du es lehrst und schenk uns Kraft, um zu wandeln. Und erfülle uns alle Zeit mit deiner Freude und segne uns, wenn wir zusammen weiterfahren werden in die Gemeinde. Amen. Amen. Dass wir auch uns hier einfinden dürfen. Ich möchte auch alle begrüßen, die erst noch dazugekommen sind, die erst am Ufer nicht dabei sein konnten, aber die erst in unserem Raum dabei sind, Gottes Segen. Und wir werden so mit Gebet anfangen, anschließend sind der Chor eingeht und dann hören wir ein Wort. Im Wort Gottes. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, danke dir für diesen wunderbaren Tag. Danke dir für den Segen, den wir heute schon erleben durften, dort am Ufer, wo wir das Wort hören durften, wo wir die Zeugen sehen durften, der Geschwister, die getauft wurden, die Bunden, die geschlossen haben. Mögest du sie segnen, mögest du auch diesen Gottesdienst segnen. Amen. Wir nehmen Platz. Thank you.
Geschwistern und eure Gäste. Ich möchte euch ganz herzlich auch willkommen heißen in diesem besonderen Tag. Wir als Gemeinde können uns freuen, indem dass Gott ein lebendiger Gott ist und dass er als sieht uns als Menschen und erweist um die ihn suchen, denen lässt er sich auch finden. Und wir sind besonders dankbar an Gott, dass ihr eure Herzen aufgetan habt. Ich richte euch jetzt zu euch, Täuflinge, denn es freut uns, dass Gott wieder noch zu seiner Gemeinde hinzutut. Und wir sehen, dass die Gemeinde lebt und wird so lange leben, bis der Herr sie zu sich nehmen wird. Ich habe gedacht, was sollte ich lesen, vor dem als Lied ins Gebet gehen? Und ich bin auf die Gedanken gekommen von Römer 6, Römer Kapitel 6, die erste 11 Verse. Und wenn wir die erste Verse lesen von Römer 6, sehen wir, dass die bezeichnet uns, dass wir aus der Macht der Sünde befreit sind. Wir Menschen. Paulus hat das gesehen, dass es so notwendig ist, für die Menschen ihnen zeigen, dass wir von der Macht der Sünde befreit sind. Dass wir nicht ewig in dieser Sünde bleiben können. Gott hat uns etwas ausgedacht. Er hat seinen liebsten Sohn für uns gegeben. Aus der Macht der Sünde befreit. Dazu lese ich diese Verse und wir möchten aufmerksam sein. Besonders möchte ich heute es zu euch richten, als das Wort Gottes, dass ihr es zu Herzen nehmen möchtet. Und auch besonders für uns ist es auch wichtig, Geschwister, die wir manche schon 20 Jahre im Glauben sind, 10 Jahre, vielleicht manche schon 50 Jahre im Glauben sind. Und das Wort Gottes ist immer neu. Und es wirkt in unserem Herzen und wir freuen uns in dem, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Nicht, dass er einfach vor 2000 Jahren dieses Wort gesprochen wurde oder in dieser Bibel geschrieben ist und es vergessen. Nein, das ist jeden Tag aktuell für uns. Und wir freuen uns, dass wir solch einen lebendigen Gott haben. Und diese Verse, die 11 Verse habe ich so ausgeteilt auf diese drei Punkte. Erstens, mit Christus gestorben. Und wir lesen die ersten 4 Verse. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollen wir in der Sünde wollen leben, der wir gestorben sind? Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesu Christus getauft sind, wir sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod gesehen. Das ist mit Christus gestorben. Hier wird Apostel Paulus einige Fragen stellen den Menschen oder den Gläubigen in Rom und diese Worte sind auf uns heute gerichtet. Wie sollen wir weiter in der Sünde leben oder was sollen wir tun? Denn wir die Gnade Gottes erlebt haben. Und im zweiten Vers sagt Paulus, das sei ferne. Wie sollen wir in der Sünde wollen leben, die wir abgestorben sind der Sünde? Die wir jetzt nicht in der Sünde sind. Denn Jesus Christus, der gekommen ist auf diese Welt, für uns Menschen zu sterben, der hat meine und deine Sünde auf sich genommen. Und dann sagt Apostel Paulus, wie können wir weiter in der Sünde leben, wenn Jesus Christus schon gestorben ist und meine und deine Sünde auf sich genommen hat? Wisset ihr nicht, dass alle, die in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Das Leben, das vorher war, vor Christus, vor dem, als wir uns bekehrt haben, das war ein Leben, das war Leben in der Sünde. Und der Sünde sollte, sagt die Bibel, das ist der Tod. Und Jesus Christus ist der, der uns befreit hat von dieser Sünde, uns diese Gnade geschenkt hat. Und er sagt, so sind wir mit ihm begraben durch den Taufe. Das alte Leben, das vor uns war, das sollte begraben werden. Mit Jesus in seinem Tod. Und er hat es heute getan. Bezeugt vor den Menschen,
von der Engelschar und vor Gott in Jesus Christus. Und möchte Gott euch Gnade schenken, dass ihr in diesem auch bleiben möchtet. Das zweite, mit Christus zum neuen Leben auferweckt. Lesen wir vom 4. Vers. Gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Direkt eine Verheißung für uns Gläubige, die wir das alte Leben jetzt gelassen haben und jetzt durch Paulus sie hinrichten und gibt uns eine Verheißung in Jesus Christus. Er sagt, dass es nicht so sein wird oder nicht so bleiben wird, dass wir nur einfach leben weiter, sondern dass wir auch mit Christus auferstehen werden, wie er auferstanden ist. Das ist eine Verheißung, in der wir festhalten sollen, wir als Gläubige, dass die wir die Sünden abgelegt haben, wir haben eine Verheißung, dass wir auch mit Jesu Christus einstmal ewig leben werden. Nicht nur auf Erden hier, aber wir haben schon ein Vorgeschmack des Himmels. Wir werden mit Christus leben und leben ewiglich. Das verheißt uns das Wort Gottes. Wir wollen festbleiben. Wir wollen diese Verheißung halten sich und sich freuen im Herrn, dass er uns einen neuen Himmel zubereitet hat und eine neue Erde. Ich lese das weiter. Der dritte Punkt, mit Christus vom Rechtsanspruch, mit Christus vom Rechtsanspruch der Sünde befreit. Lesen wir ab Vers 6. Lieber, wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir im Wort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. So einmal, was er aber lebt, das lebt er Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus, unseren Herrn. Also wird Christus vom Rechtsanspruch der Sünde befreit. Wir brauchen nicht mehr sündigen. Gott hat uns durch Jesu Christus befreit von unseren Sünden. Auch zwar wir in unserem leiblichen Wesen können und werden immer Gott vielleicht Fehler machen, vielleicht in Sünden fallen, aber wir brauchen nicht in der Sünde leben. Wir haben einen Herrn, zu dem wir kommen können, jeden Tag Zeit, und er wird uns wieder befreien von allen diesen Sünden, die uns nachgehen werden. Gott möchte euch segnen, Geschwister, und uns alle, dass wir in dem Herrn festbleiben. Die Sünde, die wir getan haben, die hat uns der Herr weggenommen. Und wir sind befreit jetzt. Begnadigte Christen. Und wir freuen uns in dem, dass wir solch ein Heil haben. Und noch mehr, dass wir mit ihm einstmal leben werden und leben ewig. Der Herr möchte uns segnen, uns alle, dass wir in ihm gestärkt möchten sein und dass wir in ihm auch leben möchten. Und ein Vers möchte ich noch lesen aus Galater 2, den 20. Vers, sagt Apostel Paulus: Ich lebe aber doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Diesen Vers möchte ich euch wünschen, als euch Täuflinge, so uns alle. Wie Apostel Paulus sagt, ich aber lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir, der für sich sein Leben hingegeben hat und dass wir mit ihm leben werden. Das ist eine Verheißung und Gott möchte uns Gnade schenken, möchte uns stärken im Glauben und ich möchte mich zurichten zu denen, die vielleicht auf der Suche sind zu dem Herrn. Vielleicht die Sünde, die dich in deinem Leben so bedrückt und du keinen Ausweg hast. Wir haben einen Herrn. Wir haben den Jesus Christus, der deine Sünden auf sich genommen hat. Der dich sofort befreien wird von deiner Sünde. Und der dir ein neues Leben in Jesus Christus schenken wird. Gott möchte dich segnen.
möchte dieses Wort durch den Heiligen Geist in deinem Herzen berühren und ersetzt dich zu diesem neuen Leben berufen. Der Herr segne uns wieder. Amen. Und wir stehen auf und wollen den Herrn danken. Wer möchte, kann auch beten. Herr, wir wollen gemeinsam als Gemeinde dich loben und preisen heute an diesem Tag. Danke, lieber Vater, dass die Güte, dass du diesen Tag geschaffen hast. Herr, dass du durch den Herrn Jesus, meinen Heiland und unseren Heiland, uns so geliebt hast, dass du ihm für unsere Schuld gegeben hast, dort auf dem Kreuz von Golgatha. Und heute wollen wir auch gedenken daran, wie teuer, Herr, du uns erkauft hast. Danke, Herr, für diese lebendigen Steine, die du in die Gemeinde, in das Bau der deine Gemeinde reingelegt hast. Möge, Herr, dein Segen darüber ruhen, darüber bleiben und sein, dass deine Gemeinde dir zu Freude leben kann und davon dir zeugen und predigen, weil du unser Gott bist. Dein Name sei geheiligt, du großer, allmächtiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 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 Unser ewiger, gerechter und himmlischer Vater in Jesus Christus, kommen wir als Gemeinde vor dein hochheiliges Angesicht und danken dir, dass du uns zu einem neuen Leben gerufen hast. Wir danken dir, Herr, dass du für uns gestorben bist, begraben bist, aber du bist auch auferstanden. Wir danken, Herr, dass wir einen lebendigen Gott haben, den wir glauben und den wir vertrauen können und der uns die ewige Herrlichkeit zubereitet hat. Danke, Herr, auch für diese Täuflinge, für die Geschwister, die diesen Schritt getan haben. Und ich bitte dich ganz herzlich, dass du sie bewahren möchtest in deiner Hand. Nimm du sie und trage du sie. Stärke ihren Glauben und ihren Vertrauen, Herr, dass sie in dir möchten stark sein, in diesen Anfechten Wille Satans, dass sie möchten Widerstand leisten und Kraft haben, ihnen zu widerstehen. Bitte segne uns als Gemeinde, Herr, dass, die du hier gegründet hast, dass es könnte eine Gemeinde sein, dass durch uns, die du erkauft hast, viele Menschen noch zum Glauben finden möchten. O Herr, dass es möchte eine Gemeinde sein, die sich bereitet für die Ewigkeit, Herr. Und dass wir auch für die Menschen Zeugen sein möchten, dass sie zu dir finden. Ich bitte, erwecke, Herr, auch in unserer Stadt viele Menschen zum Glauben. Und dein Name sei gepriesen, Herr. Du bist groß und allmächtig, darum beten wir dich an und preisen deinen heiligen Namen. Dieser Ehre, Dank und Lob gebracht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Wir hören jetzt ein Musikstück, anschließend ein Gedicht von Schwester Ina Schwester und ein Gruppenlied aus dem Chor.
halte fest, was du vom Herrn empfangen. Bewahre treu das anvertraute Gut. Dir ist zu entreißen, trägt die Welt Verlangen. Sei als ein Wächter stets auf deiner Hut. So wappne dich, es gibt ein letztes Ringen. Leg an die Rüstung, stärke deine Hand. Soll dich der Feinde List die Schabe zwingen, weil sie in Träger und den Kämpfer fallen? Und halte fest, das Bild gesunder Worte. Der Feind mischt Wahrheit gern mit Lügen satt. Stehst du nur fest zu jedem ewigen Horte, wird dein Bekenntnis schon zur Glaubenstat. Und ob betäubend dringt an deine Ohren des Truges Lob der Sirenen sang, dir töne fort im Herzen unverloren der lautern Wahrheit unverfälschter Klang. Ja, halte im Gedächtnis Jesu Christum und folge dem Verworfenen treulich nach. Bringt dir der Weg gleich deinen großen Meister? Viel Leid und Tränen, Spott und bitter Schmach. Blick auf zu ihm, der siegreich auferstanden. Sieh seinen Pfad vollendet sich im Licht, wo immer auch sich seine Spuren fanden. Tritt mutig ein, denn er erlöscht dich nicht. Amen. Weit und durchdringt Raum und Zeit. Seine
liebe Besucher, liebe Geschwister, liebe Freunde. Wir durften heute zu unserer aller Freudigkeit beim Fluss Nagold erleben, wie Menschen, die wiedergeboren wurden durch den Geist Gottes, willentlich sich haben taufen lassen. Unser Bruder Lothar hat aus der Lutherbibel Markus Evangelium 16 uns einen Vers gelesen und auch ausgelegt. Markus Evangelium 16, in Vers 16, da schreibt und übersetzt Luther: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Hier lesen wir den Begriff selig. Während wir in anderen Schriften, zum Beispiel in der Elberfelder, lesen wir von errettet. Auch hier im Markus-Evangelium, Kapitel 16, der Vers 16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Wir haben heute eine Realität erleben dürfen. Es ist auch ein Bild einer Grablegung und einer Auferstehung. In den Tod, es war willentlich von den Täuflingen so entschieden, aber in die Auferstehung durch Jesus Christus ins ewige göttliche Leben versöhnt mit dem Vater. Und so sehen wir, dass dieser Vers auch eine Einheit bildet, gläubig geworden und getauft worden ist, wird selig werden, wird errettet werden oder ist selig geworden, ist errettet worden. Ja, von was denn errettet? Er kommt nicht ins Gericht, er kommt nicht in die Verdammnis, er ist nicht in der Ferne, er kam zu Gott, hat einen Vater bekommen, ist versöhnt worden mit dem Vater durch Jesus Christus. Und was heißt selig werden? Vielleicht, wenn wir mal uns den Begriff vor Augen führen, nicht selig sein. Selig ist etwas von der Herrlichkeit aus dem Himmel, weil er unseren Charakter verändert in Jesus Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wohnt. Schau dir mal Menschen, die unselig sind. Sie geißeln sich zum Teil selber, bis sie bluten. Sie rutschen auf den Knien. Sie brauchen Kerzen, Weihrauch. Sie müssen irgendwohin pilgern. Sie müssen sich verbrennen lassen und in den heiligen Fluss hinein verstreuen lassen. Sie quälen sich, sie haben Not, sie sind traurig und haben Ungewissheit. Sie wissen, nach dem Sterben gibt es noch etwas. Aber komme ich dahin? Vielleicht, vielleicht nicht. Und dann tue ich Werke, um Gott wohl zu gefallen. Ich möchte darüber jetzt nicht mehr sagen. Aber so Menschen sind oft traurig, verzweifelt, bis hin, dass sie Suizid begehen. Und da möchte ich ganz kurz auf unseren Glaubensbruder, auf meinen Glaubensbruder, den ich in der Bibelschule kennengelernt habe, ein Zeugnis geben. Ich ging auf ihn zu, weil ich ihn eingeschätzt habe als, und habe ihn gefragt, und er sagte, Herr Stürke, er war Muslim. Und dann sind wir auf die Seite und dann hat er mir berichtet, hat er gesagt, Thomas, ein Muslim muss einmal im Leben nach Mekka. Ich bin arm, ich kann das nicht. Ein Muslim muss jedes Mal während dem Ramadan auch den Armen geben. Ich kann das nicht, ich bin selber arm. Während dem Ramadan darf man nichts zu sich nehmen. Ich kann das nicht. Ich brauche Medikamente. Ich kann den Ramadan nicht einhalten. Und ich sollte mehrmals am Tag fünfmal auf die Knie und Allah beten. Ich kann es nicht, weil mein Körper kaputt ist. Keine Chance, Traurigkeit, Verzweiflung. Wisst ihr, was passiert ist? Er hat von Jesus Christus gehört, dass er keine solchen Sachen verlangt. Und er hat Jesus angenommen als seinen Herrn. Er wurde selig, er wurde erlöst, er hat sich gefreut. Er wurde ein anderer Mensch. Und dann ist etwas passiert, er ist in Urlaub in die Türkei gefahren.
Tragtaten mit dem Wort des Herrn Jesus Christus für die Familie und an die Angehörigen. Und das bedeutet Todesgefahr, Lebensgefahr, Schande für die Familie. Alle haben zugehört, hat er mir gesagt. Und er ist nicht angegriffen und nicht verdammt und nicht ausgestoßen worden. Dank dem Herrn. Und dann hat er eine Homepage eingerichtet für Islamgläubige, um den Herrn frei zu machen, um den Herrn kennenzulernen. Ein neues Leben mit Mut, mit Liebe für die Verlorenen unter dem Schutz und Schirm des Allerhöchsten. Er rettet, nicht ins Gericht kommen, selig geworden, innerlich, freudig, gelöst, getragen von dem Herrn, Mut und Kraft durch Gott bekommen, Zeugenmut und hinausgegangen und die Werke kamen, die Werke, die durch den Glauben gekommen sind. Das Alte war vergangen und etwas Neues ist geworden. Gott schenkt, es ist begraben, denk nicht mehr drüber nach, hol es nicht mehr hoch. Du bist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, was aus Gott geboren ist, kann ich sündigen. Der Vater sieht den, der gläubig geworden, wiedergeboren und getauft ist, mit einem weißen Gewand, rein, ohne Runzeln, ohne Falten. Und wenn der Vater mich und dich so sieht, warum sollte uns noch irgendwas unselig machen? Denn in ihm haben wir alles bekommen, in Jesus und durch Christus sind alle Schätze des Himmels verborgen. Und die hat er uns durch seine Liebe und durch ihn und sein Opfer und die Auferstehung gegeben, uns durch sein kostbares Blut. Luther gebraucht den Begriff selig für selig und errettet, während die anderen Schriften von errettet ist. Und da möchte ich ganz kurz, ohne dass ich die Bibelstellen jetzt wegen der Zeit lesen kann, auf Errettung eingehen. Dass euch Gott von Anfang erwählt hat zur Seligkeit zum Beispiel, oder die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll selig werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet, selig werden. Vielmehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden. Dann die Seligkeit entfaltet sich in ihrem vollen Inhalt erst künftig. Das ist das, was jetzt hier heute passiert ist, dass es sich entfalten kann. Da er vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit. Oder wie wollen wir entfliehen, die wir eine solche Seligkeit nicht achten? Wir hören es auch jedes Mal fast. Und der Herr ruft uns, bleibt in mir und ich möchte in euch bleiben. Dann wird aus eurem Leib Wasser des Lebens, des lebendigen Wassers fließen. Oder euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Das waren ein paar Verse zur Errettung, es gibt noch mehr. Dann Glückseligkeit, jetzt im Sinn von selig werden, was ihr erfahren habt und erfahren werdet. Und das möchte ich euch auch von Herzen wünschen. Selig ist der Mensch, den Gott straft. Er macht es aus Liebe, dass wir im Glauben wachsen können, nachfolgen und gestärkt aus jeder Anfechtung herauskommen. Dann kennen wir die ganzen Seligpreisungen unserer Schrift aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 3 bis 10, die wir zu Hause einmal nachlesen können, die Seligpreisungen. Oder selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Wir wissen, dass das Kreuz für viele eine Torheit ist und dass sie das Kreuz nicht sehen wollen und gegen das Kreuz. Uns ist es aber ein Segen geworden. Oder selig sind, die nicht sehen
und doch glauben. Oder selig ist der Mann, der die Anfechtungen erduldet. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Selig sind die, die seine Gebote halten. So ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es auch tut. Nachfolgen, sich was sagen lassen, den Weg der Heiligung gehen. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ich möchte es in Zukunft so tun. Helf mir dabei, dass ich es rechtzeitig erkennen kann. Danke, dass ich widerstehen kann. Danke, dass ich der Sünde abgestorben bin. Danke, dass ich errettet bin. Danke, dass ich dein Gotteskind geworden bin. Und dann schauen wir auf Jesus, unseren Erretter, und nicht auf die Anfechtungen. Die lassen wir nicht hier oben brüten, sondern wir dürfen durch und in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, selig sein und dankbar sein für die Errettung, die wir durch ihn bekommen haben. Ich wünsche uns allen Gottes reichen Segen und dass wir die Waffenrüstung gebrauchen, damit der Feind tatsächlich unsere Seele nicht verunreinigen kann, sondern dass wir glänzen, die wir mal Steine des Schmutzes waren, wie Edelsteine und wie eine Perle, so der Herr, unser Vater im Himmel uns sieht, zum Zeugnis in der Gemeinde und zum Zeugnis für jeden, der außerhalb ist, den wir rufen wollen. Denn wenn wir kein Zeugnis haben und uns verhalten wie die Welt, wie wollen wir die Welt dann herausrufen, dass sie zum Herrn Jesus durch den Vater, wenn er ruft, kommen kann? Seid Kinder des Lichts. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Der Herr wird euch segnen. Amen.
Lied, ein Gruppenlied aus der Jugend. Und anschließend werden wir ein allgemeines Lied singen. Nach dem allgemeinen Lied wird es von den angesehenen Brüdern ein Gebet gesprochen für die Täuflinge. Und in näherem Verlauf werde ich dann später bekannt werden. Mitten in die Welt voll Streit ist der Christ gestellt. Feindesmacht von jeder Seite sucht, wie sie ihm fällt. Doch es gilt ein Wörtlein hier auf dem schwächsten Kinde. Schreib es tief ins Herze dir, überwinde. Oft als Löwe kommt der Feind, macht dem Herzen bange. Dann, wenn alles ruhig scheint, kommt er leis als Schlange. Ob er schmeichelt, ob er brüllt, sorg, dass er dich finde, in des Heilands Nähe gehüllt, überwinde. Kannst es nicht aus eigener Kraft, müsstest bald erliegen, doch der Herr, der Wunder schafft, er gibt Kraft zum Siegen. Schleicht die Trägheit sich herzu, fesselt dich so linde, raff dich auf, brich durch im Nu, überwinde. Überwinde, wenn die Lust naht zu deinem Herzen. Glaubst, man siegt nicht unbewusst. Kämpfen ist nicht Scherzen. Groß ist deine Feindezahl und sie naht geschwinde. Wär's am Tag 10.000 Mal, überwinde.
Dann bitte, dass die Gemeinde jetzt aufsteht und die getauften Geschwister knien sich hin. Sein Leben mit dir gestalten möchte, sodass du ihn führen und leiten kannst. Ich bitte dich, lieber Herr, segne ihn in der Nachfolge. Schenke ihm Ruhe ins Herz.